Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem hier schon viele Argumente hin und her gegangen sind, will ich noch mal ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Sowohl die Linke als auch die AfD versuchen hier den Eindruck zu erwecken, als seien sie die beiden Parteien, die für die Renteneinheit in Deutschland sorgen. Das ist komplett falsch, meine Damen und Herren. Die Rentenangleichung ist längst beschlossene Sache. Sie ist 2017 beschlossen worden, auf Drängen der SPD, aber gemeinsam in einer Koalition. Es ist auch kein Geheimnis, dass die SPD sich eine schnellere Angleichung gewünscht hätte. Wir hatten 2020 im Blick damals. Wir haben uns darauf nicht einigen können. Aber die Rentenangleichung läuft, und die Rentnerinnen und Rentner im Osten Deutschlands bekommen jedes Jahr eine größere Rentenerhöhung als im Westen. Und dafür hat die SPD gemeinsam mit der Koalition gesorgt. Und man kann immer darüber lamentieren, so wie die Linke das wieder vorgeführt hat, was alles noch nicht geworden ist, und mit einem Stapel von Konzepten und Papieren winken. Aber am Ende zählt ja die Realität. Und für Sie will ich es vielleicht mal mit Brecht machen. Vielleicht verstehen Sie es dann. Von Brecht stammt der schöne Vers: Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt. Das bringt kein Essen her. Und genauso ist das bei der Rente auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am Ende, Herr Birkwald, am Ende kommt es doch nicht darauf an, wer den schönsten, aber unrealistischen Antrag stellt. Am Ende kommt es darauf an, dass die Rentnerinnen und Rentner mehr im Portemonnaie haben. Und dafür haben SPD und Union gemeinsam gesorgt. Und wir arbeiten an dem Thema weiter, denn jeder, der sich mit Rente beschäftigt, weiß, es gibt Sorgen. Es gibt Menschen mit sehr niedrigen Renten. Es gibt Menschen in den neuen Bundesländern, die sich ungerecht behandelt fühlen im Rentensystem. Deshalb gibt es eine Arbeitsgruppe. Bundesminister Heil hat sich dieses Themas angenommen. Frau Kolber hat auch eben gerade schon etwas dazu gesagt. Da wird es in Kürze Vorschläge geben, wie wir mit diesen offenen Fragen umgehen. Und dann können wir das inhaltlich diskutieren. Was mir und der SPD aber noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass es sehr viele Menschen gibt, die nur über sehr niedrige Renten verfügen. Und das ist besonders ein Problem, was im Osten Deutschlands auftritt, weil hier in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren, die Löhne deutlich niedriger waren, weil Menschen oft arbeitslos waren, in Maßnahmen waren und deswegen nur niedrige Rentenansprüche bekommen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir im Rentensystem diese niedrigen Renten aufwerten. Wir wollen die Grundrente, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und ich bin sicher, wir werden bei der Grundrente auch etwas hinbekommen gemeinsam. Und da geht es nicht um Almosen und deshalb keine Bedürftigkeitsprüfung, sondern hier geht es um erworbene Rentenansprüche, die nur deshalb niedriger sind, weil die Verdienste niedriger waren und die aufgewertet werden sollen. Und wenn wir dann, und ich hoffe, wir bekommen mit CDU und CSU am Ende eine gemeinsame Regelung hin, von der möglichst viele Menschen profitieren. Ich verstehe, werte Kolleginnen und Kollegen, bis heute nicht, warum Sie die Zahl derjenigen, die davon profitieren können, so sehr eingrenzen wollen. Es sind Millionen von Rentnerinnen und Rentnern, die diese Aufstockung brauchen, die die Grundrente brauchen. Und deshalb lassen Sie uns endlich einen vernünftigen Kompromiss machen, und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung. Am Ende aber, und damit komme ich zum Schluss, am Ende aber werden wahrscheinlich, wenn wir eine Lösung hinbekommen haben, die Linken und vielleicht auch die AfD dann widerrufen: Das ist alles viel zu wenig, das reicht nicht aus. Was mich dann aber interessiert, und das wird so sein, dass viele Menschen mehr Geld im Portemonnaie haben, denn darum geht es. Nicht besser reden, besser machen, Herr Kollege. Vielen Dank, Christoph Matschi. Und der letzte Redner in dieser sehr lebendigen Debatte, Max Straubinger für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin,